Ein Mandala. Das macht mich genauso bekloppt wie die echten Mandalas. Das ist die Antwort auf alles. 682. Die Wahrheit ist, wir waren ein Affe. Hallo? Ich kann hier nicht weiter, oder was? Hä? Wie soll ich denn dann weiter? Ich kann doch nicht schwimmen. Also, schwimmen kann ich. Aber, nehme ich mal an. Muss ich ja jetzt schwimmen? Da sterbe ich doch, oder? Ein Boot. Das macht mir jetzt gerade ein bisschen Sorgen. Kommen wir überhaupt näher? Ja, wir kommen näher. Achso, oh Gott, man muss sich erstmal drauf einstellen hier. Lalala. Oh Gott, was jetzt? Die Rechte macht so etwas. Ja. Können wir vielleicht. Ach! Was war das? Was war das? Okay. Also wir können uns anscheinend doch wehren. Okay, diesmal hat es uns nicht erwischt. Müssen wir da hin? Oder muss ich immer nach links, rechts laufen? Ich bin mir nicht so sicher. Oh, Alter. Dein Ernst? Nein. Hier weg. Oh nein, ich nicht schon wieder. Lass mich aufs Boot zurück. Ich sollte das öfter sagen. Da machen die das vielleicht auch. Aber die Alte ist immer noch hinter mir. Das kann ich nicht gutheißen. Die hat nicht dafür bezahlt, dass ich hier mit ihr drüber fahre. Außerdem bin ich hier die Einzige, die arbeitet. Oder der Einzige. Oma Tod sieht doch nicht sehr freundlich aus. Obwohl es ja Oma Pest ist eigentlich, ne? Oh, nicht schon wieder. Oh, komm. Oh, komm. Gott. Und das ist alles so komisch risselig gerade. Nee, da ist schon wieder. Da ist schon wieder. Da ist schon wieder. Nein. Kann ich doch drüber springen?
Alter. Oder in dem Fall Alt. Diese scheiß Grafik finde ich noch schlimm. Scheiße. Ich bin zwar gesprungen, ich habe eine sehr schnelle Reaktion gehabt, aber dummerweise genau gegen das Ding. Das war nicht so clever, glaube ich. Alter. Dein Ernst? Ich meine, es ist lustig, es kommen immer neue Sachen, ne? Oh nein, fliegt doch schon wieder, fliegt doch schon wieder. Nein, ich hasse die, ich hasse die, ich hasse die, ich hasse die. Was auch immer das für Viecher sind, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, Oma hasst mich auch, sonst wird sie die nicht ständig auskotzen. Was ist mit euch? Ich glaube aber, ich sollte da hinlaufen, ne? Nicht weglaufen. Oh, nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Wenn ich zu nah dran bin, dann macht sie die Viecher immer. Alter. Uah. Mrs. Tod, wir müssen reden. Oder Mrs. Pest oder wie auch immer. Nein, komm. Komm, der war jetzt unfair. Oh nein, der ist richtig unfair. Oh, Alter. Mach doch wenigstens die Grafik ein bisschen schöner. Aua, ich hatte keinen Platz, um auszuweichen. Diese Mistgriffelskraft. Huh, hoppa, nein, so nicht. Ich schmeck gar nicht gut. Ich hasse es. Ich hasse es jetzt schon. Ich glaube, ich muss immer den hier mit den Alien-Dingern da im Gesicht treffen, oder? Uhuhu. Die schockt mich am meisten, ganz ehrlich, weil die so groß im Bild ist. Ich will doch nur zum Boot. Ah, rechts, rechts, rechts. Warum ist die Grafik jetzt so scheiße? Ich kann nicht mehr rudern. Warum kann ich nicht mehr rudern? War das jetzt Runde 2 oder 3? Ich bin schon so neben mir gerade. Och nee. Das war anscheinend nur Runde 2. Oma, du kotzt mich an, ganz ehrlich. Wenn die das jetzt wirklich macht, ne? Aber die Grafik ist so schrecklich. Ja, ich hab den falschen erwischt, ich weiß. Alter. Nein. Ich lenke das mit der Grafik halt sehr stark ab.
Nein, ach komm, ich war daneben. Ich sehe nichts mehr, weil das alles so dunkel ist und so krisselig, sodass man nicht richtig gucken kann. Oh, wo ist denn... Ach, rechts ist der Bärtige. Oh, ich wusste es. Ich wusste es. Bleib mal einfach stehen. Haha. Ein bisschen leiser, das dröhnt mir in den Ohren. Escape Pester. Alter. War das euer Ernst? Und dann noch diese scheiß Grafik, das mir alles im Auge wehgetan hat dabei. Oh. He had overcome the darkness. He had reached the mountain. Mm-hmm. He could finally find his sister. Ja, das werden wir dann sehen. Oh, solange da jetzt nicht diese Ekelsviecher drin sind. Ich bin so froh, wenn ich diesen Abschnitt tatsächlich durch habe, ne? Also sich verstecken und so ist alles in Ordnung, aber diese Ekelsviecher, die einen ständig hinterherlaufen, oh, das war der schlimmste Abschnitt überhaupt. Und dann Oma Pest hier. Das ist aber doch der Weg, den wir ganz am Anfang gegangen sind, oder? Okay, da war ein bisschen weniger Blut vielleicht dran. Wir müssen durch das Blut durch, oder? Nehme ich mal an. Oder auch nicht? Oder doch? Ich dachte, ich gehe jetzt hier unter. Schön, jetzt haben wir wieder so einen Mad Heidi-Blick. Also Optik. Übrigens wirklich nichts für schwache Nerven. Also guckt euch den auf gar keinen Fall unter 18 an. Ich habe ihn selber noch nicht geguckt, aber ich habe so ein paar Ausschnitte davon gesehen. Und davon gehört. Also der soll wirklich extremst krass sein. So, zum wievielten Mal sind wir jetzt schon wieder auf diesem Berg hier? Ich weiß es nicht, das vierte, fünfte Mal vielleicht. Beginnen wir dann die Story wieder von vorne? Ich habe so leichte Sorgen gerade. As he reached the summit, Ole felt regret. Regret that he could not stop his sister from being taken. Das war ja nicht sein Fehler. Muss ich da durch? Na, kann ich auch durch, okay. Regret that he could not stop the woman from drowning her child. Ja. Regret that he had killed the shapeshifter in the forest. Naja, aber so wie sich das angehört hatte, hatte sie das ja irgendwie verdient, ne? Now the mountain stood before him, and he wished he could ask their forgiveness. Okay. Wir haben übrigens gerade eine Errungenschaft erhalten.
Das war die Errungenschaft, befreie dich vom sowieso König. Nee, nicht vom König, vom irgendwas mit befreien, ich weiß es nicht mal genau. He had reached the end that Tuva had pointed him towards. Now, entering the halls of the mountain, Ulle was ready to find his sister. Okay. Das ist schön. Können wir denn noch irgendwas machen? Anscheinend nicht. Hallo? Kann auch nichts drücken. Hallöchen. Ich komme mit R auch nicht mehr raus. Alter, ernsthaft jetzt? Ah, ah! Geheimtür. Sag das doch direkt. Bin ich jetzt wieder in der Bibliothek? Ich wollte gerade noch gesagt haben, sag mir nur bitte nicht, dass diese Viecher auch wiederkommen. Und dann steht der Typ hier. Oh. Alter, ernsthaft. Okay, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir das jetzt angeguckt hatten hier. Das war doch die Story, oder? Long ago, there was a peaceful kingdom. Ja, 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 okay, die Story hatten wir. Und die hier oben hatten wir auf jeden Fall auch. Also das heißt, wir müssen... Den Weg dann wieder zurücklaufen, oder? Nee, hier ist noch einer. Oh, hier ist noch einer. Nee, die hatten wir doch schon, oder? Nee, hatten wir noch nicht. Find the Lüktguben Wooden Figure. Was auch immer. Okay, hier können wir anscheinend doch nicht wieder zurück. Aber wir können doch nichts Neues machen, oder? Oder hat sich die Geschichte hier jetzt verändert? Find old storybooks. Exhausted, bloody, and at his wit's end, King Nils came to a witch's house on the outskirts of his kingdom. He fell to his knees, begging the witch to help cure his son, and she agreed. The witch explained that the flower held tremendous power that could only very carefully be used for good. The witch instructed he only use a single petal. Using the whole bloom would only invite death. Ulrich began to recover, but discontent at the royal line had grown in the kingdom following King Nils' bloody campaign. The next day, King Nils found his son dead. And the last light holding his darkness at bay was snuffed out. Heartbroken, King Nils turned to the bloom which had promised life, and instead saw it as an escape from his suffering. The witch, having come to visit the king and the prince, looked at the nightmarish scene in despair. She raised a mountain on top of King Nils and shackled him using the same bramble that he let loose upon the kingdom. Und so entstand die Sage um Dornröschen. And to this day, the trolls still feed him as punishment for his evil deed. Achso, jetzt kann ich rechts rum raus. Thank you.
Da kann ich wieder zurück, da kann ich raus. Hier sind noch Gemälde. Also er sieht halt schon so aus wie ich irgendwie, ne? Das irritiert mich halt. Da ist das Baby. Das könnte natürlich sein, dass ich jetzt meine eigene Story hier gerade sozusagen erlebe. Kann ich hier auch das E machen? Jetzt. Das sind dann die Eltern. Da fehlen die Zeiger von der Uhr. Blutiger Kelch. Okay, kann ich mir angucken, aber kann ich... Oh, Moment, da. Fünf? Ist da noch was drin? Nee, ne? Nee, fünf nicht. Sechs ist das. Römisch sechs. Bedeutet das, der war sechs Jahre, oder... ein bisschen heller, damit wir hier mal ein bisschen mehr sehen. Ne? Zwei. Ich schreibe mir das mal auf, das ist mir jetzt gerade... Also, jetzt habe ich vier aufgeschrieben. Also Römisch 6 und 2. Den Rest können wir ja nichts mehr machen. Da darf ich jetzt nicht rein, oder was? Muss ich erst hier rum? Oh. Ja, dann setze ich mich mal hin und relax mal eine Runde, ne? Kein Thema. Ist das meine Kleidung? Scheinbar ja. Ist das nicht so eine Haarklammer? Also so eine... Damit kann ich die Tür aufbrechen, wetten? Nee, anscheinend nicht. Schade. Ja, aber wofür habe ich jetzt die römischen Zahlen bekommen und warum kann ich die Tür nicht öffnen? Kann ich mich jetzt mit den Klamotten hier nochmal draufsetzen? Bringt uns das irgendwas? Da unten ist ein Pferdchen, ne? Ich weiß nicht, ob uns das was bringt, diese Kenntnis, aber... Da unten ist ein Pferdchen, aber das kann ich nicht einzeln amüsieren. Also ich probiere jetzt noch ein letztes Mal, ob ich durch die Tür komme. Aber der verweigert mir das irgendwie immer. Na, er will nicht. Ich gehe nochmal zurück, wenn das geht. Ach nee, jetzt kann ich... Oh, okay, jetzt kann ich das Pferdchen nehmen. Aber es bringt mir nichts. Da irgendwo. Vielleicht müssen wir ja noch eine weitere Zahl finden. Das kann natürlich auch sein. Moment, dann gucken wir jetzt. Guck mir das Pferd mal in den Anus rein. Guck mal, ob hier noch irgendwo eine Zahl geschrieben ist. Naja, aber ich sehe hier gar nichts. Tannenzapfen. Schwert vielleicht. Ah, eine römische 10 ist da noch drin. So, dann haben wir 6, 2, 10. Noch irgendetwas. Oh ja, noch eine Figur. Sehr schön. Ich liebe es. Ich liebe es. Find the King Niels Wooden Figure. Sehr schön. Können wir jetzt durch die Tür? Wir haben drei Zahlen. Immer noch nicht. Oh. Willst du mich denn veräppeln? Ah! Moment.
Ach, das war ein Zeiger, den wir gefunden haben. Dann stellen wir den jetzt auf 6. Einmal. Dann auf 2. Und auf, wo ist ein X da? Auf 10. Ah, das hätte ich mir ersparen können. Hätte ich vorher verstanden, dass das der Zeiger war. Die Tür geht aber trotzdem nicht auf, oder was? Och ne, komm. Müssen wir da jetzt alle Kombinationen ausprobieren? Nee, wir können das jetzt nicht mehr. Hä? Da kann ich auch nicht hin. Das bringt mir auch nichts, wenn ich hier sitze, ne? Ja. So kann ich denn immer noch nicht durch die Tür? Ich will da durch. Verdammte Hacke. Verstehe nicht, wieso das nicht geht. Hörte sich zumindest gerade an, als ob die Tür aufgegangen ist. Auch sag mal bitte nicht, dass das verbuggt ist. Ich habe das Gefühl, wir sind so kurz vorm Ende. Können wir sonst auch nichts machen hier, ne? Stuhl können wir auch nicht. Der ist auch noch blutig. Alles ist blutig hier, ehrlich. Oh, halt, stopp. Was ist das? Ein Messer. Das habe ich eben gar nicht gesehen. Aber das ist vermutlich das Messer, womit ich dann, wenn ich das denn bin, ermordet worden bin. Ich bin mir nicht sicher. Kann ich auch nicht nach links. Schwert kann ich auch nicht mitnehmen. Hallo? Achso. Schnell drücken hilft mir auch nicht. Muss ich da jetzt irgendwie... Ich verstehe es gerade nicht. Ganz ehrlich, entweder stehe ich hier total auf dem Schlauch. Ich habe jetzt alles angeklickt. Die Uhr kann ich nicht mehr benutzen. Das hat offenbar funktioniert. Aber wieso... Jetzt habe ich gerade echt mich erschrocken, weil ich gedacht habe, hier ist einer im Zimmer. Muss der so die Nase hochziehen? Aber wieso funktioniert das nicht, dass ich da das öffne? Das verstehe ich nicht. Ah, Moment. Oh, nein. Echt jetzt? Ach, ihr könnt mich mal. Auf das große Finale müsst ihr euch leider noch etwas gedulden. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.